Sie sind hier, 10. November 2018, 23.44 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 3 Minuten. Am ersten Tag des Grand Slam of Darts kassiert Raymond van Barneveld eine überraschende Niederlage. Der deutsche Michael Unterbuchner bekommt eine Lehrstunde. Überraschung beim Grand Slam of Darts vom 10. bis 18. November live auf Sport1. Raymond van Barneveld musste in der Abendsession des ersten Tages gegen den Polen Krzysztof Ratajczy eine 3:5 Niederlage hinnehmen. Obwohl der Niederländer in fast allen statistischen Kategorien die besseren Werte aufweisen konnte, seine schlechte Doppelquote wurde ihm am Ende zum Verhängnis. Alle Infos zum Grand Slam of Darts: mit nur 30% konnte er mit den mehr als 55% seines Gegners nicht mithalten. Auch sein höchstes Finish war mit einem Wert von 48 nicht begeisternd. Anzeige: hier gibt's Tickets für das Finale der Bild Super League Darts Germany. Für Michael Unterbuchner gab es indes eine Lehrstunde. Der Deutsche lag in seinem Duell mit dem schottischen Superstar Gary Anderson zwischenzeitlich sogar 2:1 in Führung, ehe der Flying Scotsman den Turbo zündete und Unterbuchner kein einziges weiteres Leg mehr zugestand. Van Gerven souverän. Einen souveränen Einstand in das Turnier feierte am Abend Michael van Gerven. Der Niederländer setzte sich gegen Gary Robson im Schnelldurchgang mit 5:1 durch. Auch James Wade gab sich keine Blöße. Der Geheimfavorit des Grand Slams zeigte gegen Wesley Harms keinerlei Schwäche und gewann die Partie, ohne auch nur ein einziges Leg zu verlieren. Bereits am Nachmittag hatte Max Hopp mit seinem 5:3 Sieg über Josh Payne für Aufsehen gesorgt. Ganz anders dagegen Martin Schindler. Gegen Steffen Banting musste der dritte Deutsche im Bunde eine 3:5 Niederlage hinnehmen. Am Sonntag geht es für die Deutschen bereits weiter. Martin Schindler muss gegen Scott Mitchell ran. Max Hopp bekommt es mit Peter Wehreit zu tun. Zum 12. Mal steigt der Grand Slam of Darts, bei dem sowohl Spieler der PDC als auch der BDO teilnehmen dürfen. Für die Darts-Profis ist es der letzte große Härtetest vor der WM, die am 13. Dezember beginnt, live im TV auf Sport1. Der Sieger des Grand Slam darf sich dabei über mehr als 125.000 Euro Preisgeld freuen. Bild Super League Darts Germany, 18. November, ab 13 Uhr live im TV auf Sport1. Die Ergebnisse im Überblick. Nachmittagssession. Max Hopp, Josh Payne 5:3, Gerwin Price, Andrew Gilding 5:2, Dimitri van den Berg, Ryan Searle 5:3, Steffen Banting, Martin Schindler 5:3, Simon Whitlock, Glenn Durrant 1:5, Mensur Suljovic, Scott Mitchell 5:2, Rob Cross, Mark McGinney 5:2, Peter Wehreit, Jim Williams 5:4, Abendsession. Keegan Brown, Mark Webster 5:4, Johnny Clayton, Joe Moorman 5:2, Ian White, Steve Hein 5:1, Michael Smith, Adam Smith, Niale 5:3, James Wade, Wesley Harms 5:0, Raymond van Barneveld, Krzysztof Ratajczy 3:5, Gary Anderson, Michael Unterbuchner 5:2, Michael van Gerven, Gary Robson 5:1. Jetzt die Sport1 App herunterladen. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.